Morgengrauen in Köln-Ehrenfeld. Christian Reuter und Paul Richter folgen dem Notruf einer jungen Frau zu einem Club. Sie meldet eine sexuelle Belästigung. So, die Polizei ist da. Weg. Hier, komm her. Hallo. Einmal weg damit. Hier, hallo, aber hoch damit, weg damit. Vorsichtig. Jetzt nicht mehr zünden. Hat sie schon gesprüht? Alles gut. Hallo. Nee, hallo. Ich wollte doch nur die Nummer von der haben. Die baggert mich den ganzen Abend. Ja, sah aber anders und jetzt aus. Mit dir so ein Theater. Was brauchst du? Jetzt willst du noch einen Elfmeter haben. Was ist denn jetzt hier los? Einmal weiter atmen. Das in meinem Laden, da gibt's doch gar nichts. Ganz ruhig liegen bleiben. Genau, einmal Luft. Da schickst du uns bitte an die Einsatzörtlichkeit im Einsatz ein RTW. Ja, wir haben eine weibliche Person, die gerade Bewusstsein verloren hat. Haben Sie den Schlag auf den Kopf bekommen, oder können Sie was sagen? Dann setz dich mal hin, vorsichtshalber. Bleib einfach mal liegen, ganz in Ruhe. Weiter atmen. Setz dich. Mir ging es bis gerade noch gut, aber... Ja, bei dem Theater... Da hab ich hier von dem Zeug hier getrunken, ne? Trinke ich aber sonst auch immer. Sie sind wer? Was haben Sie? Die Leiterin vom Club, ja, wir hatten heute eine 90er-Party. Die haben hier irgendwie... Hatte ich das Gefühl, die wird belästigt. Ja, das geht ja gar nicht. Und das wird hier ausgeschenkt bei Ihnen, oder was? Ja, das wird nicht generell ausgeschenkt, aber... Ich habe DJ bekommen. Da. Ja, er hat uns die zwei Dosen gegeben, aber die waren schon offen. Also, mein Bruder, der ist hier DJ. Und ja. Der hat ab und zu, macht er so Promo-Sachen. Und der, der hat die Energy. Ich fand das einfach eine coole Idee. Und der hat die Energy-Drinks. Also, ja, aber wenn die schon offen verteilt werden, wie kann man denn sowas... Ist doch überall bekannt, dass man sowas nicht... Ja, aber der hat das schon öfter gemacht. Also, so, was war jetzt hier mit dem Mädel? Was ist das, wenn Sie nur die Telefonnummer haben wollen, dann kann es sein, dass sie mit einem Pfefferspray abwehren muss. Und das sah auch völlig anders aus. Ja, ich war vielleicht ein bisschen impulsiv. Impulsiv? Ja. Okay. Aber jetzt bin ich ja die Anime. Dem Clubbesucher und der jungen Frau geht es zusehends schlechter. Christian Reuter vermutet, dass ihnen etwas in die Getränke gemischt wurde. Hi, grüß euch. Hallo. Wir hatten hier erstmal, wo wir angekommen sind, zwei Personen, einmal männlich, einmal weiblich, die sich gestritten haben. Geht noch? Okay. Im weiteren Verlauf ist sie dann zusammengebrochen. Ja. Und ihm geht es jetzt auch sehr schlecht. Er gibt an, zuvor hat jeder von den zwei hier an dem Energy-Drink hier genascht. Ist Ihnen auch offen serviert worden. Ich habe auch gehört, ich finde auch, das riecht seltsam. Also könnte was drin sein, ne? Das war offen. Ja. Wollt ihr eine davon mitnehmen eventuell? Könnten wir machen. Nehmen wir eine mit. Alles klar, dann würden wir nämlich mal gucken, wo der ist, der jetzt verteilt hat hier. Ja, super, alles klar. Es scheint so, als habe der Täter den Nachtschwärmern schaden wollen. Den Polizisten stellt sich die Frage, ob der Angriff wahllos oder gezielt geschah. Sie sagte gerade, er hätte sie nach der Nummer gefragt. Mhm. Und dann gab es ein kleines Gerangel. Aber geschlagen hätte er wohl nicht. Er sagt, er wäre auch ein bisschen impulsiv. Er wollte auch nur die Nummer, aber er war ein bisschen impulsiv. Ja. Und dann ist es ihm aber auch schon übel geworden. Und das ist das Zeug, was die Trinkgeld hat. Jeder eine Dose getrunken, haben sie vom DJ bekommen, war aber schon geöffnet. Die Ordnungshüter suchen jetzt den DJ, um ihn zu befragen. Er ist für sie der Hauptverdächtige. Zuvor treffen sie auf weitere Gäste. Wir haben eine kurze Frage, der Kollege klärt sie mal kurz auf. Sie waren Gäste hier und wollten jetzt heim. Ist ja auch schon früh, ne? Ja, von Hause. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Ja. Haben Sie zufällig im Laufe der Nacht irgendwie so Energy? Nein. Haben Sie gesehen, dass das angeboten worden ist hier als Promotion? Ja, irgendwie sowas, aber... Aber selbst haben Sie nicht getrunken? Nee, ich habe gar nicht gesehen. Okay. Nee. Ich leuchte mal kurz in die Augen, ich will immer kurz die Pille machen. Genau, ich weiß, es ist hell. Ja. Und Ihnen geht es auch soweit gut? Ja. Und von wem sind die verteilt worden? Haben Sie das gesehen? Ja. Haben Sie nicht gesehen? Nee. Ja, gut. Darf ich trotz allem Sie einmal, ich brauche einen Ausweis bitte, dann würde ich Sie auch entlassen. Die Gäste wirken auf die Beamten glaubhaft. Den DJ können die Polizisten nicht entdecken. Sie befragen deshalb zunächst eine Angestellte. Haben Sie haben ja auch ausgeschenkt. Haben Sie gesehen, wie die Dosen oder von wem die Dosen verteilt wurden? Ich meine, die wurden doch vom DJ verteilt. Okay. Und wie, dass die geöffnet waren oder Sie selber haben auch nichts getrunken? Ich bin nur Thekenkraft. Nee. Okay. Wie heißt Ihr Bruder? Moritz. Moritz. Also eigentlich war der eben noch hier. Also ja, die Musik lief ja auch. Stehen die Dosen. Ja, ich habe jetzt die Musik ausgemacht. Der kann jetzt soweit normalerweise jetzt nicht sein. Also da sind ja auch noch alle Dosen zu, oder? Ach, okay. Schlafmittel ist das. Aber das ist nicht von meinem Bruder, hundertprozentig. Ja gut, aber jetzt steht der Bruder. Wenn er hier arbeitet. Aber das würde der nicht machen. Deswegen wäre der interessant. Ja, weiß ich nicht. Ihn mal zu finden. Die Leiterin des Clubs hat ihrem Bruder den Job als DJ besorgt. Er würde mit der Tat also nicht nur sich selbst, sondern auch ihr schaden. Moritz? Moritz, was machst du denn? Hallo.
Hey, komm mal weg da. Komm mal weg da. Was ist los? Die gleiche Situation hat man draußen auch gerade. Ruhe. Das kam von beiden Seiten, das ist einvernehmlich. Da hat ihr nichts getan, gar nichts. Dann gehen Sie mal raus. Dann können wir einmal rausgehen, bitte. Was gibt's überhaupt? Check gerade jetzt einmal raus. Der DJ steht unter Verdacht, mehrere Getränke mit einem Schlafmittel versetzt zu haben. Die Polizeibeamten stellen ihn zur Rede. Einmal kurz durch die Hose atmen und dann, wie Sie sehen, ist die Polizei jetzt da. Ja gut, ich meine, ich bin da ein bisschen verwirrt. Ich meine, ich habe mich mit meiner Freundin zurückgezogen und Sie kommen hier rein. Ja, die Dosen sagen Ihnen was. Ja klar, das sind die Dosen von unserer Party. Wir haben die heute so als Promo gehabt und so. Und genau, und wir haben draußen, in der gleichen Situation, wie Sie jetzt eben ungefähr waren, kann Ihre Schwester bestätigen, einen jungen Mann und eine junge Frau angetroffen, die jetzt beide im RTW ins Krankenhaus kommen. Okay. Die beide davon getrunken haben. Von den Energy Drinks. Genau, die beide sagen, den Energy Drink haben sie von Ihnen bekommen und der war sogar schon geöffnet. Ja gut, wir haben die abends verteilt und so. Ich stand da hinten in einem DJ-Pult. Und dann öffnen Sie das, bevor Sie das angeben. Ja, ich habe halt ein, zwei auf jeden Fall aufgemacht und sowas und habe denen die halt dann direkt gegeben und sowas, damit es halt einfach ein bisschen schneller ging auf jeden Fall. Dann haben wir uns das Ganze da bei Ihnen angeguckt. Ja. Und haben dann aber noch das hier gefunden. Was soll das sein? Was soll das sein? Was soll das? Nein. Das stand genau daneben. Nein, 100%. Ich würde niemals. Haben Sie auch ein Energy? Haben Sie da noch was vor? Nein. Das würde er nicht machen. Also ganz kurz, darf ich noch was klarstellen. Ich mache das für meine Karriere. Ich verdiene mein Geld damit. Mir macht das mega Spaß. Ich würde weder für meine Schwester die Karriere irgendwie aufs Spiel setzen, noch sonst irgendwas. Also ich habe die Energy Drinks verteilt. Ich habe ein paar aufgemacht. Aber von diesen Tropfen habe ich überhaupt gar keinen Plan, was es überhaupt. Auch noch nie gesehen und noch nie in der Hand gehabt. Weder in der Hand gehabt noch sonst. Sie können von mir auch gerne Blutentnahme nehmen, Sie können mich testen. Blut, wenn Fingerabdrücke. Sie können Fingerabdrücke. Ich habe diese Flasche weder an dem Arm noch sonst irgendwo gesehen. Ich habe keinen Plan davon. Also, das sagt mir jetzt überhaupt gar nichts. Das habe ich Ihnen auch gleich gesagt. Das würdest du nicht machen. Nein, auf gar keinen Fall. Also, würden ja auch schlecht Ihren, Ihren Bruder hier beschuldigen. Ja, trotzdem. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen. Also, den ganzen Abend war eigentlich nur ich die ganze Zeit hin im DJ-Pult, weil ich habe aufgelegt. Ab und zu war halt Penny. Hier, Penny war da. Zusammen da. Mir zusammen. Also ich meine, vielleicht hast du davon irgendwas gesehen oder so. Später habe ich noch Fotos von mir gemacht, wo ich hinterm DJ-Pult war. Wir haben Selfies zusammen. Also du bist die einzige Person, an die ich mich erinnere. Das Einzige, was komisch war, da kam ab und zu mal seine Ex-Freundin. Aber das ist doch die Bedienung von eben. Guck mal bitte. Ja, also. Das ist doch die Bedienung, oder nicht? Also nicht sie. Im Hintergrund, ja. Ich bin gerade am Aufräumen. Ist sie denn noch da? Ja, wir durften ja Einblicke in das Handy der Freundin vom DJ nehmen. Hier muss man dazu sagen, dass uns mehrere Selfies gezeigt wurden. Auf einem der Selfies erkennt man sehr, sehr deutlich im Hintergrund, dass da die Frau Ludwig an einer dieser Dosen arbeitet. Das könnte jetzt sein, dass sie die nur öffnet. Auf der anderen Seite sieht es schon so aus, als würde sie da irgendwas manipulieren. So, kommen Sie mal gerade zurück. Kommen Sie einmal zu mir. Sie sollen bleiben stehen, kommen Sie zurück. Ich habe keine Lust zu rennen. Kommen Sie hin. Ja, Sie müssen jetzt gar nicht. Sie kommen jetzt mal hier hin. Kommen Sie hin oder muss ich das nochmal sagen? So. Können wir. Haben Sie mal einen Ausweis von sich dabei? Können Sie nochmal haben, bitte? Ja, dann gehen wir den mal drinnen holen. Wo wollten Sie denn jetzt hin? Nach Hause. Also haben wir einen Ausweis drin gelassen und wollten zwischendurch nochmal nach Hause? Ja, ist nicht so weit. Was wollen Sie denn zu Hause holen? Nur kurz, eine Kleinigkeit. So, was füllen Sie da hinten in die Dosen rein? Das sind doch Sie, oder nicht? Haben Sie das schon mal gesehen heute? Können Sie nicht. Sagen Sie jetzt mal ohne hast du mit was zu tun? Jetzt sag mal ehrlich. Du weißt doch, auf dem DJ-Pult auch zwei, drei Mal. Ja, sag mal ganz ehrlich jetzt, okay? Pass mal ganz kurz. Moment. Sie müssen sich hier nicht selber belasten. Wobei die Situation ja schon belastend genug ist für Sie. Da sind aber zwei. Moment bitte. Da sind zwei Leute ins Krankenhaus gekommen jetzt. Deswegen können Sie sich überlegen, ob Sie jetzt mal hier reinen Tisch machen. Ja, der hat so gar nicht anders verdient. Ja, aber ja, hast du es das Gleiche. Sag mal, was machst du eigentlich? Du kannst damit mal ausreden. Das ist ja vielleicht sinnvoll, was wir jetzt hören. Immer das Gleiche mit dir. Jeden Abend knutscht er mit irgendeiner anderen rum. Du denkst gar nicht an mich. Und das soll bedeuten, dass Sie waren ein Paar oder was? Ja. Ja, aber wir haben uns doch eigentlich im Guten getrennt. Ich verstehe jetzt gar nicht, was es überhaupt soll. Wir waren doch cool miteinander. Ja aber du kannst es doch. Was habe ich dir denn getan? Du kannst damit Menschen umbringen. Der DJ hatte die Beziehung zu der Thekenkraft vor einem Monat beendet. Paul Richter und Christian Reuter müssen schlichtend eingreifen, damit der Streit nicht eskaliert. Pass auf, wir werden mitnehmen. Voll perplex, sorry, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil das ist echt krass. Ja, und auf meiner Party passiert sowas. Wie scheiße ist das denn? Ich schreibe eine Anzeige gegen Sie. Okay. Also nicht gegen Sie, sondern gegen die Dame. Wegen gefährlicher Körperverletzung. Wir erkundigen uns, wie die zwei im Krankenhaus, wie denen geht. Okay. Das ist ein Schlafmittel.
Ich gehe mal davon aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel sie da reingeballert hat. Okay. Aber die Flasche ist noch relativ voll. Okay. Deswegen. Und da werden sie auch mit Sicherheit dann als Zeugen noch mal vorgeladen. Ja. Ja, das ist hier so ein klassisches Eifersuchtsding. Der Diskjockey, der angeblich hier jedes Wochenende mit einer anderen Perle irgendwas hat, hat sich wohl von der jungen Dame getrennt. Sie wollte ihm einen auswischen und hat dann diese Energy Drinks mit diesem Schlafmittel hier präpariert, dass im Prinzip der Ruf von dem Diskjockey da zerstört wird. Aber ist jetzt voll nach hinten losgegangen, sind zwei Unbeteiligte im Krankenhaus. Eventuell hat der Ruf hier einen schlechten, hat der Laden hier einen schlechten Ruf abbekommen. Ja. Die Thekenkraft wird sich vor Gericht verantworten müssen. Sie wollte dem DJ schaden und nahm dafür die Gefährdung Unbeteiligter in Kauf.